Hallo, wir sind oben wieder am Balkon dran. Das Geländer ist noch nicht geschliffen, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Aber ich habe jetzt mal das Moos entfernt und wir hatten da noch so kleine Plastikteile dran, die habe ich weggeschnitten. Das Stück hier ist jetzt schon geschliffen und jetzt sind wir quasi hier an der Stange angekommen und das Stückchen fehlt dann noch. Es ist jetzt schon eine ganze Weile später, als wir dann zuletzt im Video das Geländer gestrichen haben. Inzwischen liegen auch die Fliesen schon fast. Ich nehme euch einfach mal mit raus. Das ist der aktuelle Stand. Der Papa hat jetzt hier gerade die Reste noch geschnitten. Die werden hier übers Blech noch gelegt oder geklebt. Genau. Jetzt ist gerade der Stecker raus. Iu. Er guckt jetzt gerade, dass da alles eben ist von dem Restkleber vom letzten Mal. Wir haben hier übrigens auch relativ schnell Kacke entdeckt. Da auch. Und ja, haben dann gesehen, dass wir ein Haustier haben. Eigentlich sind es sogar zwei Fledermäuse, aber jetzt gerade ist nur eine da. Jetzt braucht der Papa einmal Wasser für den Fliesenkleber. Ich habe eben das Planschbecken noch hier mal fertig gemacht für die Mädels und habe da so einen Eimer hingestellt, dass sie da erst die Füße reinmachen und dann reingehen, weil die Terrassenplatten doch recht dreckig sind, dass das Wasser nicht sofort wieder dreckig wird. Und jetzt braucht man den heute immer. Den kann er jetzt benutzen für den Fliesenkleber. Vorhin habe ich mir übrigens ein Video angeschaut, wo ich erzählt habe, dass die Terrasse bis Mai fertig sein soll. Ja, ich bin jetzt echt froh, wenn wir es bis nicht Dezember, sondern September schaffen, bis die Mädels Geburtstag haben. Das wäre echt schön. So, mal schauen. Es hängt auch so ein bisschen am Wetter, weil im Moment ist es ja echt so ein richtiges Hin und Her. Jetzt seit 3 Wochen gefühlt Gewitter gemeldet jeden Tag. Ja. Wenn der letzte Rest jetzt gleich fertig wird, dann können wir theoretisch auch heute schon den Sichtschutz anbringen, spätestens die nächsten Tage, aber auf jeden Fall freue ich mich mega. Wir haben uns hier für Schilf entschieden in verschiedenen Größen. Das soll dann so ein bisschen fließend laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe. Auf Insta habe ich es auf jeden Fall erzählt und habe euch auch abstimmen lassen. Wir haben nämlich geschwankt zwischen dem Schilf und Bambusrohren. Aber bei den Bambusrohren, irgendwie waren die mir zu grob. Also ich finde das Schilf schöner, weil es einfach ein bisschen filigraner ist und bin da echt mal gespannt, wie es dann aussieht. Und noch dazu wäre der Bambus halt um 2/3 oder so teurer gewesen. Dementsprechend ja, haben wir uns jetzt mal dafür entschieden. Aber ihr habt uns auch einen Tipp gegeben, dass wir den doppelt nehmen sollen, den Schilf. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Mal gucken. Boing! Boing! Jetzt du! Hey! Das dran machen. Man macht das dran, ja. Okay.
Ich kann auch knoten. Der Frosch geht so rein und raus und rein und raus. Echt? Ja. Das kannst du schon. Ja. Mami, du musst die Schere nehmen. Das wäre schade. Ich weiß schon, dass du es anhalten kannst. So, die erste Schicht ist dran. Jetzt gucken wir, dass wir an jede Stange einmal festschnüren und dann kommt noch eine zweite Schicht dran. Das nächste Projekt steht an. Mein Schatz hat sich in den Kopf gesetzt, aus den Paletten, die wir da haben, Palettenmöbel zu basteln. Und dafür haben wir gestern auch schon Polster gekauft und wir haben hier noch Nachschub gekauft. Da hinten fehlt nämlich noch ein Stück und das nehme ich jetzt mal noch in Angriff. Es ist soweit. Wir sind auf dem Balkon soweit fertig und es ist echt schon mal gemütlich geworden. Wie ihr hört, mich hat es erwischt, aber das ist auch kein Wunder bei diesem Wetter hier. Heute ist mal ein Tag gemeldet, wo es nicht regnen soll. Deswegen mache ich mal kurz alles ein bisschen parat. Wir haben nämlich gerade die Polster zum Beispiel hier liegen und auch die Hängematte. Und dann kann ich euch das Endergebnis noch zeigen. Jetzt muss ich mal ganz schnell ans Auto. Wir haben nämlich noch eine Hängematte geschenkt bekommen. Die habe ich aber noch gar nicht gesehen. Wo ist denn jetzt mein Schlüssel? Deswegen mal gucken. Jetzt schauen wir mal, ob die auch so schmal ist und dort hinpasst. Hier ist das gute Stück. Das ist sogar eine große. Ich muss mal gucken, ob wir die von der Breite her auf unsere Haken bekommen. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir die große da hinhängen können, weil wir haben jetzt nur so einen Sessel hängen. Ja, mal schauen. So, schaut mal. Das ist der Blick hier aus unserem Ankleidezimmer. Ich finde es so, so schön. Wenn jetzt hier noch eine Pflanze wäre, ich habe vorhin versucht, den Bambus umzutopfen. Ich wollte einen Stängel mit ein paar Blättern oben dran in einen Topf umpflanzen, aber ich habe es nicht hingekriegt, weil der so tief in der Erde drin ist. Müssen wir nochmal versuchen, auf jeden Fall. Ja, kommt da noch irgendwie was hin und dann finde ich es echt total schön. Der Sonnenschirm wackelt hier vor sich hin, weil ich den oben nicht richtig reinbekomme. Naja, auf jeden Fall, genau, so sieht es jetzt aus. Da ist unsere kleine Sitzgelegenheit, die wir ja selber zusammengebastelt haben. Hier in der Ecke haben wir eine Tür stehen. Das waren die Türen, die damals noch drinne waren, bevor wir umgebaut haben. Auf der anderen Seite sieht es im Moment so aus. Die Hängematte durfte jetzt in der Sonne trocknen. Ich habe die jetzt auch mal so aufgehangen, dass die quasi als Sitz dient. Also dass wir zwei Sitzmöglichkeiten dort nochmal haben. Hier hoffe ich übrigens auf ein paar Gurken. Die sieht hier am besten aus. Wir hatten auch schon eine, die Blüten hatte, aber die haben leider so ein bisschen gelitten, als ich die dann jetzt hier rausgestellt habe. Mal schauen. Da würden wir total gern einen Whirlpool hinstellen, aber müssen das erstmal mit der Statik abklären, weil das dann doch ganz schön schwer wird, das Teil. Haben wir auch schon gekauft. Wenn es hier nicht klappt, dann machen wir es halt auf der Terrasse. Und da hinten haben wir noch ein besonderes Dekostück. Das ist ein Stück vom Balken, der damals morsch war. Wir mussten ja die Balken zum Teil tauschen unter dem Bad. Genau, und das haben wir aufgehoben. Das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand vom Balkon. Ich finde es schon richtig toll. Und auch wenn man schon von hier drin nach draußen schaut, finde ich, macht es irgendwie total Urlaubsfeeling. Nach und nach kommt dann immer noch so ein bisschen mehr dazu. Gell? Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich verabschiede mich an der Stelle. Freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und über Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss!